So, weiter geht's heute mit dem letzten Spiel der Hinrunde in Mainz. Das haben wir schon vor ein paar Tagen gehabt. Ja, tatsächlich, Pokalspiel war das nämlich. Und jetzt möchte ich doch tatsächlich gucken, ob wir tatsächlich den Dings haben. Irgendwie der Gegner der Champions League. Wen haben wir denn in der Champions League? Schickler, also Benfica, Dortmund, Real, City. Wir spielen in Rom oder gegen Rom. Den AS Rom. Napoli haben wir schon gehabt, jetzt haben wir die Roma. Ja, es ist nicht der leichteste Gegner. Der leichteste Gegner wäre vielleicht Brügge gewesen. Rom ist, aber gehört Anführungszeichen zu den etwas einfacheren Kandidaten. Brügge, Rom, ja, und dann kommen jetzt die großen Brecher. Ich meine, wenn wir jetzt im Viertelfinale einziehen, dann wird es wahrscheinlich schwierig sein. Aber wir haben Napoli auswärts geschlagen, wir haben Real auswärts geschlagen. Warum sollten wir nicht die anderen ein bisschen ärgern? Wir sehen uns jetzt gleich erstmal das Spiel gegen Mainz an und dann haben wir Winterpause. So, Spielerverlust droht. Gucken wir gerade mal rein, wer es sein könnte. Ist das irgendwas Wichtiges? Oh ja, Aubameyang, den würde ich gerne nochmal ein Jahr verlängern, wenn es möglich ist. Den würde ich gerne zumindest nochmal ein Jährchen anhängen. Weil wenn der nämlich jetzt wechselt, wenn der nämlich jetzt in die Winterpause geht. Schlüsselspieler. Ganz klar. Gegenangebot kann ich für 2 Jahre verlängern? Ja. Keine Abfreigabesumme. So, ich kann ja ein bisschen tun. 37 Millionen, also 37 Millionen, ja. 37.000 natürlich. Und ein bisschen Einstiegsbonus. Und damit haben wir. Der Kapitän bleibt zumindest nochmal 2 weitere Jahre. Der ist nämlich auch, wie gesagt, schon 36. Aber er wird hoffentlich noch ein bisschen bleiben. So, also es ist einzig Pierre-Emerick Aubameyang, den haben wir jetzt tatsächlich gekümmert. Jetzt können wir tatsächlich in Mainz antreten. So, ich würde mal ein bisschen über was machen. Andrade, der möchte gerne mal wieder ein bisschen spielen. Das heißt, er darf heute mal auf der 6 eher spielen. Dafür darf er heute von Stammplatz, von Start oder von der Startelf aus spielen. So. Na dann, auf ein neues. Es schneit in der MEWA Arena. Echter Winterfußball steht uns also ins Haus. Willkommen zum heutigen Spiel. Am Mikrofon sind auch heute wieder Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. Die Atmosphäre ist schon sensationell. Ich denke, die beiden Teams werden das Spiel auf jeden Fall sehr ernst nehmen. Da ist einiges drin, eine sehr reizvolle Partie. Ja, Onisivo vielleicht wäre eine Option für die neue Saison. Da uns ja Teuchert und Abraham wahrscheinlich wenn uns verlassen, zumindest zur Winterpause. Vielleicht kriege ich nur Onisivo geliehen. Mit möglichen, ja, wir kaufen Optionen wahrscheinlich ja weniger.
Auf geht's. Na dann, auf ins Match in Und jetzt geht's Mainz. Los. So geht der FSV Mainz 05 in dieses Spiel. Jorginho Wijnaldum steht gemeinsam mit Dominic Kohr im Zentrum des Spiels. Und sie versuchen es heute mit zwei Stürmern. Sehr gut gelöst da. Ich bin gespannt, wie das dann im Spiel aussehen wird. Ja, Kohr. Sterner. Gute Flanke auf den langen Pfosten. Und der Damen, der mit einer sehr, sehr guten Parade hier gerade das eigentlich sichere 1-0 verhindert. Im Pokal haben wir ja 3-1 gewonnen, haben wir sogar 3 Handelfmeter bekommen. 2 davon haben wir verwandelt, einen haben wir verschossen. Weiter am Ball, Abwehr findet kein Mittel. Weiter jetzt mit dem Ball. Den Schuss kann er blocken, gut aufgepasst. Ah, Glück gehabt. Für Mainz. Nächste gute Situation durch Jonas Sterner. Einwurf. Über der Linie Einwurf. Da haben sie jetzt Platz. Sterner hat jetzt ein bisschen Luft auf der Seite. Und gute wieder Aktion. Knappe gut Situation. Wie gesagt, ich warte eigentlich immer die ganze Zeit auf den Pfiff, weil zweimal hat er jetzt mehr oder weniger war, glaube ich, Oberkörper, sonst hätte er Handspiel gepfiffen und er wäre weitergegangen. So. Sein. Aber dafür müssen die anderen auch mitspielen. Ja, und wir müssen auch, wenn sich da oben gewinnen. Natürlich noch viel verschieben kann. Ganz klar. Wäre vor allem für oder die Bayern verlieren und ich will unentschieden. Aber ich will natürlich hier auf Sieg spielen. Mit super mal. Durchgesetzt. Jetzt die Flanke. Und nur Sibo. Schwierig war das am Ende. Ja, dann auch nicht. Oh, der lange, lange Ball vom Keeper. Wird der irgendwie noch gefährlich? Nein. Lukoki. Über die Außenbahn. Und abgefangen ja, von Fischer. Geht gut dazwischen. Ah! Gut verteidigt da aber. Chor. Karim Onisivo. Onisivo, guter Trick. Defens erfolgreich. Schömer kommt nicht in den Zweikampf, aber Noppert steht dem Ganzen im Weg. Im letzten Heimspiel holte man sich einen Sieg. Daran will man heute natürlich anknüpfen. Und ich sehe Sterner. Oh, das ist den macht er ganz seriös ins leere Tor. Schöner Rupp mit dem 0-1. Alles offen, da lässt er sich nicht zweimal bitten, macht den Treffer. Und ich glaube, diese Wiederholung wird der Trainer seinen Jungs noch einige Male zeigen. Da hat in der Defensive nichts gestimmt. Wir sind jetzt also in Führung. 1-0. Schön. Ja, ist jetzt gut, Vorstoß. Zwei Mann aussteigen. Den dritten direkt hinterher. Das ist immer das Kilian Fischer. Aber nichts. Bis machen Sie konsequent da hinten. Ja, was ein bisschen auf da. Fernandes, nächster. Gastgeber Vorteile, aber sie müssten es natürlich auch mal schaffen, sich Chancen zu erarbeiten. Sie tun sich gegen die starke Abwehr immer noch schwer und liegen weiterhin. Ah, jetzt könnte es eine gute Gelegenheit geben. Und Noppert. Da ist er aufmerksam, gut vom Torwart. Was kann der Außenseiter wieder diese kurz. Nee, bleib weg. Sie führen die Ecke kurz aus. Gute Grätsche. Und Fischer, sehr gut. Und jetzt der Konter über den gerade verlängerten Kapitän Aubameyang. Mokoko. Ja, toll, und Damen. Genau deswegen habe ich da Mokoko vorne drin momentan. Da kommt die Ecke. Oh. Knapp drüber. Gute Situation. Ist
In der Partie von Bayern München gibt es ein Tor. Genauere Infos bekommen wir aus dem Studio. Das könnte wichtig sein. Wir haben den zweiten Treffer für Bayern München. Ja. Der Torschütze war... Könnte der Ausgleich werden. Und dann ist es genau in dem Moment, wo die Bayern auf 2-0 stellen, steht Mainz auf Unentschieden. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Viel zu einfach da durchgekommen. Bringt er diesen strammen Schuss aus der Mitteldistanz, sodass der Keeper ohne Chance ist. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Hallo. Also Bayern jetzt 2-0 vorne. Wir sind momentan auf unentschieden. Damit brauche ich gar nicht darauf zu achten. Ich lasse doch den Angriff laufen. Das haben sich die Mannschaften auch verdient. Die erste Spielhälfte ist zu Ende. Ja, Bayern plötzlich wieder dran. Also 2-0 für Freiburg. Jetzt sind sie nämlich wieder die vier, diese wir gehen wieder rein, drei Punkte sind sie vorne, ja. Ja, aber wir haben ein bisschen was zu tun. Andrade. Chor. Wijnaldum. Karim Onisivo. Jorginho Wijnaldum. Und? Lass die Bayern, lass die Mainzer da mal nicht laufen. Jetzt Obermeier. Ah. Sie holen sich den Ball. Da suchen sie jetzt die Lücke. Boxer. Der Torschütze übrigens. Chance zur Führung. Und? Kein Problem. Leute. Lass die Mainzer da mal nicht laufen. Im Pokal haben wir schon ein bisschen schwer getan. Haben wir das Ding ja dann noch gewonnen. Aber... Und jetzt der schöne Ball auf Moukoko, kein Absatz übrigens. Und 2-1. Jawohl, Eglos. Der Doppeltorschütze aus dem Pokal trifft auch in der Liga. 2-1, schön rausgespielt. Die erneute Bayreuther Führung. Und man ist wieder ein Punkt hinter den Bayern. Die Bayern ist den Sieg gegen Freiburg. Dann wahrscheinlich sogar Herbstmeister, weil ich denke nicht, dass die Freiburg noch drei Tore schießen. Oder zumindest zwei. Und dann ist es klasse gemacht. Knipserqualität, würde ich sagen. Aus kurzer Distanz. Lässt er dem Keeper keine Chance. Edmilson Fernandes. Ball ist weg. Ja. Schellerup kommt nicht dran. Das könnte vielleicht was werden. Jetzt gibt's Gelb. Das muss jetzt mal irgendwo sein, weil... Ja, und Sibo ist angeschlagen. Ich vermute, dass er aber noch eine gelbe Karte hinterher geschmissen bekam. Jawohl, rote. Da sind der sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Und jetzt die der Chance jetzt vielleicht zum Konter. Und es ist übrigens kein Abseits. Aubameyang, schön rausgespielt. Aubameyang. 3-1. Nach dem Freischuss für Mainz trifft Bayreuth auf 3-1. Das ist wichtig. Zwei Tore Führung jetzt. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und dann trifft Pierre-Emerick Aubameyang aus kurzer Entfernung. Ja, wer will den denn halten? Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Ja, schön. Schellerup. So, kriegt Bayreuth jetzt quasi den Zahn gezogen. Zieht Bayreuth mal den Zahn. 1-4. Doppelschlag. Doppelpack. Ganz starkes Spiel heute. Da ist der Abwehrspieler machtlos. Was will er da machen? Der geht einfach vorbei. Ein unfassbarer Zug zum Tor. Wie gesagt, und der hat gerade verlängert für zwei weitere Saisons in Bayreuth. Eine Voraussetzung, er verlängert jetzt, also wird seine Karriere jetzt nicht noch immer beenden. Deswegen will jetzt Moukoko reinkommen und es gibt einen Comebacker gleich. Drei wird es nicht werden für Aubameyang, der geht nämlich jetzt raus. Und wir haben einen neuen Spielstand, 4-1. Das nächste Spiel steht an in der Bundesliga für Mainz 05. Dann geht es auswärts gegen die Borussia aus Dortmund. Dortmund? Das könnte eine richtig gute Partie werden. Ja, das war ein bisschen zu kurz, meiner Meinung nach.
Es gibt einen Treffer im Spiel von Bayern München. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Wir haben hier Tor Nummer 3 für Bayern München. Der na gut, damit ist es Bayern auch definitiv Herbstmeister. Na, und dann ist der Keeper einfach ohne Chance. Neuer Spielstand damit also 3:0. Gespielt sind hier 73 Minuten. Dankeschön für diese Infos. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Schnell darum. Jetzt können Sie den Konter ansetzen. Ah, der Konter geht. Über die Gelegenheit. Der Ball ist drin. Heckloff, 1:5. Also das Ding ist durch. Und dafür, dass man sich sehr, sehr lange gegen Mainz schwer getan hat, nimmt man sie jetzt gerade auseinander. Gut, sind jetzt 3 Tore innerhalb von kürzester Zeit gefallen. Wir schauen uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann aus kurzer Distanz ist das stark gemacht. Gogo, Heckloff. Keine große Mühe mehr. 1:1. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt 5. Nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Ah, nochmal Versuch vielleicht nochmal durchzumarschieren. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. 10 Minuten noch. Mainz muss es jetzt irgendwie versuchen zu überstehen, dass sie nicht noch 1 oder 2 Icardi fangen. Icardi. Der Ball holt er gut verteidigt. Gib ihm auf Hugo Novoa. Der darf dann auch nochmal 1:6. Gewonnen haben sie hier eh schon lange. 5:6. Jetzt der nächste. 85. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Damen mal wieder. Und den Abschluss auch noch. Ohne jede Chance. Torreich und einseitig. So kann man das Spiel bisher zusammenfassen. 6:1 jetzt. Mainz wird hier aus allen Träumen gerissen gerade. Und der nächste Ball, Lilian Heckloff. Heckloff. Der hämmert auch den noch rein. 1:7. Bayreuth übernimmt Mainz. Und Mainz war mal dran. Die haben mal den Ausgleich geschafft. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und dann müssen wir hier seine Nervenstärke loben. Kurze Distanz, schaut kurz, wo ist die Lücke und findet sie. Jetzt kommt Lepper nur noch für Schelderup. Und fast mal die Mainzer. Wenn die gerade komplett auseinandergenommen. Sie liegen deutlich vorn. Bis hierhin ist es eine klare Nummer. Die Nachspielzeit 2 Minuten, viel Zeit ist das nicht mehr. Jetzt gibt es den nächsten Konter. Und den hält er mal. Das ist der Schlusspfiff. Sonst wäre hier sogar noch das 1:8 fällig gewesen. Das war wirklich eine klasse Leistung heute. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Schlicht und ergreifend. Überzeugt. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Also ein Dreierpack, das ist natürlich klasse, unheimlich torgefährlich, torhungrig. Du merkst diesen Willen, findet immer wieder die Lücke, verschafft sich die entscheidenden Räume. Klasse Spiel heute, klasse Sieg. So, ja, jedenfalls drin das Ding. Da ist der Ausgleich und alles zurück auf Anfang. Tolles Zuspiel. So, jedenfalls ist es durch. Man gewinnt in Mainz, hochverdient, in der Höhe auch hochverdient mit 7:1. Ja, und beendet die Hinrunde auf Platz 2 mit einem Punkt hinter den Bayern. Ja, dieses Unentschieden in Düsseldorf, oder gegen Düsseldorf, tut halt irgendwo weh. Ja gut, das ist so wichtig, das habe ich ja schon gesehen. Aubameyang, den habe ich ja schon verlängert. Ach gut, das ist ja auch gar nicht... Ja, ab, gut, okay, der spielt ja jetzt... Ja, ich habe ja eigentlich genug, ich brauche Unisivo eigentlich gar nicht als Dings. Und jetzt geht's erstmal Richtung
Genau, Richtung Winterpause. Und die werden wir dann auch gleich nutzen. Ich werde auch kurz ins neue Jahr springen und dann werde ich die Folge beenden. Und dann geht es quasi mit Wintertransfers in Richtung Rückrunde. Leider haben wir für Abraham. Delegieren. Ich bitte gerne 2 Jahresleihe, bitte. Wenn möglich. Ich will zumindest wieder gerne ein bisschen länger aufbauen. Wir wissen noch nicht, wie lange wir spielen. Wie viele Saisons wir machen. Wir sind ja jetzt Mitte der vierten, also kurz vor der fünften Saison. So, da ist irgendwo Transfer angeboten. Ah, perfekt, Müllball. Annehmen. Wechselt nicht nach Fürth, sondern nach Millwall. Quasi zurück in die Heimat. Und da werden jetzt, glaube ich, einige Spieler gehen. Ja, wenn nämlich jetzt ein paar Leute den Verein verlassen. So, ich habe das jetzt bewusst mal überskriptet. Wer ist denn da jetzt gegangen? Pereira, klar. Kleefisch ist weg. Erstmal für 2 Jahre nach Kasimpasa, aber der ist eh verletzt. Teuchert weg. Auch ausgeliehen. Genau. 2 Jahre nach Nizza. Und Pereira wechselt zu Al-Khalaie nach Saudi-Arabien. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit den Transfers für die Saison. Nur für den Rest der Saison.